Versuchen Sie beim Malen zu ignorieren, welche Gegenstände Sie vor sich haben. Sei es ein Baum, ein Haus oder was auch immer. Denken Sie nur, hier ist ein kleines blaues Quadrat, hier ein rosafarbenes, etwas ovales in Grün oder hier ein gelber Streifen und malen Sie es so, wie es für Sie aussieht, in der genauen Farbe und Form, bis daraus der ganz naive Eindruck genau der Szenerie entsteht, die Sie vor sich haben. Cher ami, ich schaffe keine Wunder. Ich verwende und vergeude einfach viel Farbe. Farbe ist meine tagtägliche Besessenheit, Freude und Qual. Ich brauchte einige Zeit, um meine Seerosen zu verstehen. Ich pflanzte sie, ohne daran zu denken, sie zu malen. Und dann eines Tages hatte ich plötzlich eine Offenbarung und erkannte die Magie meines Teiches. Ich nahm meine Palette und von diesem Moment an hatte ich fast kein anderes Motiv mehr. Die Fülle, die ich erziele, entstammt der Natur, der Quelle meiner Inspiration. Ich bin in Verzückung. Giverny ist eine großartige Landschaft für mich. Ich arbeite viel und eifrig und habe mir in den Kopf gesetzt, eine Serie mit unterschiedlichen Stimmungen zu malen. Aber in dieser Jahreszeit sinkt die Sonne so schnell, dass ich ihr nicht folgen kann. Ich entwickle eine Langsamkeit beim Arbeiten, die mich verzweifeln lässt. Aber mir wird zunehmend klar, wie hart ich arbeiten muss, um wiederzugeben, wonach ich suche. Die Augenblicklichkeit und vor allem die den Gegenstand umhüllende Sphäre, das sich überall ausbreitende Licht, während alles, was leichthin in einem Wurf entsteht, mir zunehmend widerstrebt. Kurzum, ich bin zunehmend besessen von dem Bedürfnis, das wiederzugeben, was ich empfinde. Man sollte eine Weile in einem Ort gelebt haben, um ihn malen zu können. Man muss dort mühsam gearbeitet haben, um ihn sicher darzustellen. Aber kann man jemals zufrieden sein im Vergleich zur Natur selbst? Ich bin kein Impressionist geworden. Solange ich mich erinnern kann, war ich es schon immer.